Hallo und herzlich willkommen zu einem Videotraining heute zum Thema Microsoft Office Word 2010 und die Absatzausrichtung. Mein Name ist Norbert Schumann von psdtutorials.de und ich möchte euch gerne zeigen, wie ihr Texte, also Absätze in Microsoft Word ausrichten könnt. Die offensichtliche Funktion befindet sich ja im Grunde immer schon auf der Startseite. Ja, wir werden jetzt also mal unter Ansicht hier im Grunde die Breite einsetzen, also 100% setzen wir jetzt mal hier um, gehen wir mal auf Seitenbreite, dann sehen wir also im Grunde unseren gesamten Text und dieser gesamte Text soll ausgerichtet werden. Jetzt kann ich für diesen Text zum Beispiel bestimmte Textzeilen nur markieren und diese ausrichten. Die Ausrichtung findet im Grunde also hier vorne statt. Wir haben hier die Möglichkeit, zum Beispiel hier den linksbündigen Satz einzurichten. Wir können diesen Absatz zum Beispiel zentriert ausrichten oder rechts ausrichten. Das sind also so die gängigen Ausrichtenfunktionen, mit deren Hilfe wir also jetzt im Grunde die Texte ausrichten können in ihrer Lage, in ihrer vertikalen bzw. in ihrer horizontalen Ausrichtung und können damit also letzten Endes Einfluss auf den gesamten Text nehmen. Der Text darunter ist jetzt hier noch in einem Blocksatz geschrieben und dieser Blocksatz, der kann natürlich unschön werden, gerade wenn hier solche großen Lücken entstehen. Das ist aber nicht weiter problematisch. Wir können zum Beispiel auch hier diesen Blocksatz zunächst einmal markieren. Das wäre überhaupt kein Problem. Und müssen jetzt auf das Seitenlayout gehen. Jetzt gibt es hier die Silbentrennung. Es gibt in der Standardversion keine automatisierte Silbentrennung. Wir können das aber auch automatisch einstellen. Da wird also hier die Silbentrennung automatisiert auf diesen Blocksatz angewendet und damit die Lücken im Grunde zunächst einmal vermieden. Jetzt ist es so, dass dieser Automatismus vielleicht auch nicht so der beste ist. Deswegen gehen wir in die Silbentrennungsoption. Wir können die Silbentrennungszone hier zunächst einmal verändern, zum Beispiel auf ja, 1 cm zum Beispiel. Dann haben wir also einen etwas größeren Spielraum. Nehmen wir also die 1,0. Und wenn das jetzt mal übernehmen, dann ist also hier im Grunde der Text ein bisschen näher rausgerückt, haben aber immer noch, und das sieht man jetzt ja auch in der kleineren Ansicht, nicht mehr diese großen Löcher in unserem Text drin. Das ist also der Trick dabei, hier im Grunde den Blocksatz auch schön aussehen zu lassen über diese Trennungsoptionen. Wir schauen uns da in diesem Dialogfeld noch einmal an. Die aufeinanderfolgenden Trennstriche unbegrenzt lassen wir also diese Optionen hier zunächst einmal so, wie es ist. Und manuell wäre also auch hier die Möglichkeit, Trennvorschläge für bestimmte Wörter eben trennen zu lassen oder voreingegeben, ja, anzuwenden. Werden wir jetzt also an dieser Stelle zunächst einmal abbrechen und zunächst einmal hier in diesem Bereich das Ganze so belassen, wie es eigentlich jetzt voreingestellt ist. Wie gesagt, die Silbentrennungsoption muss aktiviert werden. Wenn es geht, natürlich erst einmal auf automatisch. Und bei den Silbentrennungsoptionen kann man die Silbentrennungszone hier noch einmal verändern. Die war bei 0,75 cm voreingestellt. Wir gehen jetzt mal hier auf 1 cm hoch an der Stelle und haben dann im Grunde also diese Option hier für den Blocksatz zunächst einmal aktiviert. Dasselbe funktioniert natürlich auch im Querformat, ohne Tabellen, ohne ja diese vorangegangenen Blocksätze sozusagen. Wir haben jetzt hier natürlich nur diesen einen Absatz hier oben markiert gehabt. Hier unten sieht man natürlich, was passiert, wenn das Ganze nicht aktiviert wurde. Hier haben wir also auch noch unschöne Ränder zum Teil. Hier auch wiederum über Steuerung A können wir natürlich den kompletten Text zunächst einmal markieren, gehen auf die Silbentrennung, automatisch ist jetzt hier eingestellt, Silbentrennung bei 1 cm, okay, und sind jetzt hier in einem Bereich, wo im Grunde hier hinten der Text endet. Das ist also auch eine Option, wo man sagt, okay, wir gehen jetzt zum Beispiel in diesen Absatz hier unten rein und werden diesen jetzt verändern. Wenn es die letzte Zeile ist, zum Beispiel in einem Mengentext, so wie jetzt hier, kann es sein, dass dieser Mengentext im Grunde aufgrund dieser Option zunächst einmal ganz normal als Blocksatz abgebildet wird. Dann hilft es hier, diesen letzten Satz zum Beispiel umzuändern in einen linksbündigen Satz. Dann ist also hier das Objekt bzw. diese Tabelle auch links, ja, linksbündig ausgerichtet. Aber wie gesagt, das ist hier im Moment für den gesamten Absatz übergreifend eingestellt. Wir gehen jetzt also mal hier hin, werden hier nach wie vor noch einmal den Blocksatz auswählen. Dann ist also hier diese Möglichkeit geschaffen, diesen Blocksatz auch auszuwählen und könnte zum Beispiel mal hier anhand dieses Textstückes diese Möglichkeit
wahrnehmen, hier diesen Text umzubrechen. Was ist jetzt hier passiert? Im Grunde ist das also ein zusammenhängender Absatz und dieser Absatz wird auch gleich behandelt. Das heißt, wenn ich jetzt also hier diese letzte Zeile einstellen möchte und diese nur linksbündig ausgerichtet sein soll, dann passiert ja, dass der im Grunde also hier unseren kompletten Absatz umändert. Das soll natürlich nicht der Fall sein. Helfen kann dann im Grunde also nur hier die Änderung in dem Text, indem ich also hier beispielsweise woanders einen Zeilenumbruch manuell herbeiführe. Und man sieht, dass auch hier im Grunde die Möglichkeiten teilweise eben ausgeschöpft sind mit der Formatierung. Da muss man also ein bisschen tricksen, indem man jetzt zum Beispiel ein Leerzeichen einfügt oder ein nachfolgendes Wort manuell zum Beispiel trennt. Dann haben wir also auch diese Lücken hier im Grunde geschlossen. Dadurch, dass wir das hier an dieser Stelle eben auch so durchführen können, verschiebt sich mitunter auch der Text hier ein bisschen. Das hat ja in dem Fall bereits schon funktioniert. Und jetzt ist also hier unten die letzte Zeile doch ein wenig getrennt. Wir haben uns auch hier Katalog, verfügbaren Formatvorlagen. Dann wird also auch hier manuell eine Trennung vorgenommen und kann also bei dieser Trennung manuell eben immer noch eingreifen in das Textgeschehen und in die Ausschmückung meines Dokumentes. Hier die letzte Zeile, wie gesagt, kann ich im Grunde also nicht wirklich mehr verändern. Die ist dann halt ein bisschen unschön. Ja, sobald ich also das hier ändere, wird in dem Fall der ganze Absatz hier unten hier nochmal getrennt. So, dann also hier mal rausgehen und das Ganze hier nochmal einfügen, so dass er im Blocksatz sein. Da wird das auch im Blocksatz eingefügt, aber das greift im Grunde auf den gesamten Absatz. Kann ich hier auch jetzt im Moment nicht beheben und damit eben letzten Endes den unschönen Rand hier nicht wirklich verändern. Aber ich könnte zum Beispiel hier noch Leerzeichen einfügen. Das wäre eine Möglichkeit oder ein Tab, dann wird also hier im Grunde der Text noch einmal nach oben gerückt und damit letzten Endes auch der Text manuell noch einmal editiert. Da muss man eben schauen, welche Möglichkeiten sich hier tatsächlich für einen ergeben und damit kann man letzten Endes eben auch diese Texte fein ausjustieren.